Aufgrund einer falschen Pressenotiz wurde in Köln das Gesundheitsamt zu regelmäßigen Untersuchungen befleißigt. Und zwar sollte es ein neues Lebensmittelgesetz geben. Dieses Lebensmittelgesetz gab es nirgendwo. Und aufgrund dieser Proben wurde vom Gesundheitsamt eine Norm erstellt. Und zwar sollte in einer Frikadelle nicht mehr als 20% Brot sein. 25% ließ man dann aus Schwankungsgründen noch zu. Aber was über 25% lag, sollte bestraft werden. Darüber hinaus war es so, dass meine Gäste sich nie über meine Frikadellen beschwerten, was doch schließlich die Hauptsache war. Aber keine Bulette, wie sie in Berlin sahen, hat mir so geschmeckt wie in Köln. Ich esse Frikadellen schon, nicht überall. Wenn sie mir nämlich nicht schmecken, ne, hätte ich auch keine mehr essen. Das ist doch so, man geht in die Stammkneipe, isst eine Frikadelle, isst sie gut, isst man sie weiter, sonst isst man ja keine mehr. Frikadelle schmeckt wunderbar. Viele Türken hier kommen, immer essen. Ich habe hören Zeitung schreiben, mehr Brot drin, diese nichts war. Brot, normal Brot und wie ich werde sagen, Frikadelle schmeckt wunderbar. Wenn das rauskommt, was er reinbringt, kommt er nicht mehr raus. Dann kommt er nicht mehr raus. Zur Frage über die Zusammensetzung der Frikadellen darf ich Ihnen zu Anfang sagen, dass wir dafür leider Gottes keine gesetzlichen Grundlagen haben, sondern dass im Wesentlichen die Verbrauchererwartung die Zusammensetzung einer Frikadelle bestimmt. Von unserem Standpunkt aus muss eine Frikadelle eine Fleischware sein, die zum überwiegenden Teil also aus einer Fleischgrundlage besteht, und zwar aus einem durchgedrehten, zerkleinerten Rind- oder Schweinefleisch, deren zum Binden ein gewisser Brotwert zugesetzt wird. Versuche haben ergeben, dass ein 30%iger Brotwert durchaus ausreichend ist, um eine Bindefähigkeit des Fleisches in jedem Falle zu erreichen. Rindfleisch und Zwiebel, Pfeffer, Salz und natürlich Brötchen eingeweicht und das dadurch. Brot kommt nicht in die Frikadellen, wir wollen Fleisch essen und keine Brötchen. Ja, bei einem halben Pfund Gehacktes nehme ich vielleicht ein halbes Brötchen da rein, dass es besser zusammenhält. Frikadellen gibt es bei uns ohne Brot. Die werden am liebsten ohne Brot gegessen. Denn wenn man zu viel Brot da reinnimmt, das quillt ja zu doll. Ne? Ein halbes Brötchen genügt voll und ganz. Frikadellen schätze ich nicht besonders. Ich halte mehr von gekochtem Fleisch mit Meerrettich. Ich mache die Buletten mit Brötchen, nicht mit Brot. Nein, ich muss meine Frikadellen fertig machen. Ob spät, ob früh, ich und das Vieh. Wir essen nie mehr Königsberger Klops. Wir essen nie mehr Königsberger Klops. Feist der Däubel. Lecker. No, die eine esse ich noch, nicht wahr? Und dann nehme ich mir noch zwei mit nach Hause, weil ich morgen was zum Frühstück habe. Das sind aber bestimmt gut.